Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich mal wieder früh unterwegs, am Montagmorgen. Ich habe heute Nachtschicht, also kann ich heute Morgen noch mal tun. Und das tun wir auch. Ich bin auf dem Weg zum Sebastian und dort werden wir uns um Strömung und Licht kümmern. Was genau, das werden wir sehen. Also, auf geht's. Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer weiteren Folge in der Serie Meerwasser für Anfänger. Mahlzeit. Servus, genau. Und heute geht es sich ums Licht. Ich habe es schon angedroht, beziehungsweise heute Morgen auch schon angeteasert im Auto, dass dementsprechend was kommt, dass wir was tun werden. Und ja, lange habe ich ihn gedrängt. Nein, ich habe ihn nicht gedrängt. Ich habe ihm entsprechende Hinweise gegeben, dass es besser wäre, weil ich halt ein Straton-Fan bin und ja. Du bist tatsächlich günstig an eine gebrauchte Straton erste Generation gekommen. Zufälligerweise. Zufälligerweise und das auch noch aus der Nähe. Auf der Straße sogar. Wir waren 100 Meter. Was? Mehr nicht? Ja, wirklich. Kennt's. Okay. Kreisverkehr durch, 50 Meter rechte Seite. Auch nicht schlecht. Ja, warum? Weshalb? Wieso? Ja, weil ich grundsätzlich sowieso ein Freund von der flächigen Beleuchtung bin und die Spotbeleuchtung hattest du dir zugelegt, als wir noch keinen Kontakt hatten. Genau. Heißt jetzt nicht, dass die Angel schlecht ist, um Gottes Willen, aber... Denn sie hat ja jetzt angefangen, genau, zu tun, was sie tun sollte. Es war jetzt tatsächlich im Endeffekt ein Zufall, dass halt jemand hier aus der Nähe diese Lampe so günstig angeboten hat. Und, ja, können wir auf 500 Euro. Ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Nein. Ist soweit okay, kann man mit leben. Und er hat zugeschlagen, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir das halt jetzt. Wir hatten es eigentlich auf später gedacht, dass wir es dann erst machen, aber jetzt haben wir es vorher gemacht, jetzt ist das neue Ding drüber. Dementsprechend kann ich auch euch auch mal unsere Bemühungen, die Lampe an die Wand zu kriegen, in die Decke, hier und da ein bisschen mit einblenden. Es war nicht ganz so einfach. Improvisiert haben. Man muss ja dazu sagen, das Becken läuft ja. Also man muss... Das funktioniert ja. Haben wir ja jetzt gesehen. Genau. Also es setzt tatsächlich Verbrauch ein, obwohl du jetzt hier und da dann noch ein kleines bisschen noch nicht durchgehend den KH-Verbrauch hast, aber es ist definitiv mehr. Ja, auf jeden Fall mehr als zum Start des Beckens. Also, was ich immer gepredigt habe, Licht ist Leben. Aber zu viel Licht und genau da liegt jetzt auch die Problematik, die wir jetzt haben werden. Wir haben jetzt anderes Licht, wir haben eine andere LED, wir haben eine andere Lichteinstellung, also einen komplett anderen Lichtmix und daran müssen sich die Tiere jetzt auch erstmal gewöhnen. Das heißt, wir können das Ding jetzt nicht draufsetzen und sagen, okay, wir packen direkt die Volllast drauf, sodass wir meinetwegen oben 200-300 Paar gemessen haben. Beziehungsweise sogar mehr. Oben an der Wasseroberfläche müssten eigentlich 350 Paar Minimum sein, damit was unten genug ankommt. Ich habe eben gemessen, wir sind bei 280 Paar. So gut. Das ist für den Anfang gut. Da es auch eine flächige Beleuchtung ist, ist das der gesamte Lichtdruck dementsprechend gut verteilt. Das heißt, das dürfte den Korallen also nicht schwer fallen. Wir werden sehen, wie die Korallen sich jetzt darunter entwickeln. Die müssen sich erstmal an das neue Licht jetzt gewöhnen. Und
können das dann sukzessive Woche für Woche um 5% dann hochsetzen. Ja. So ist der Plan. Aber da wir mit Masse da jetzt im Moment erstmal LPS drin haben, ist das von der Lichtmenge her vollkommen ausreichend. Den Senna noch mal mit, dann können wir noch mal gucken, was unten am Wasser ankommt. Genau, was unten im Wasser ankommt. Das ist ja eh nur ein Schätzeisen, was ungefähr 10-20% daneben liegt, haben wir ja gemerkt. Aber wir können so ungefähr sehen, was dann unten tatsächlich ankommt von der Lampe, und dann können wir danach dann auch sagen, das müssen wir dann dementsprechend einstellen. Also das wäre ganz praktisch. Da es ja auch die, ich sag mal, die erste Version ist, haben wir auch keine Anzeige oben, was dementsprechend an Lichtdruck jetzt unten ankommt. Also die Paareinstellung ist bei der Lampe nicht gegeben, wie bei der Pro. Aber naja, irgendwo muss ja der Unterschied liegen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, es gibt genug Becken, die mit exakt dieser Lampe hervorragende Ergebnisse fahren. Du hast sie ja auch selber lange, lange Zeit genutzt. Ich habe sie über den Projektbecken drauf gehabt, genau. Das lief ja auch über ein Jahr und beste Ergebnisse. Der Sven, der mit dem 900er Reefer hat die Dinger drüber. Marcel Pfaff hat die Lampen drüber. Also es muss nicht immer die Pro sein. Man muss einfach schauen, wenn man gut drankommt, so wie jetzt du, tut's. Ich habe mir die Tage dann noch Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt wirklich schlimm ist, dass es nicht die Pro ist. Da bin ich dann wieder zu den Apple-Produkten gekommen. Jahrelang habe ich immer wieder alle zwei Jahre das neue iPhone geholt. Ja, kenn ich. Jetzt bin ich vom iPhone 12, bin ich einfach drauf hängen geblieben, weil ich sage, klar, das 14er zum Beispiel hat einige Features mehr. Die sind cool, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Das macht mein Leben jetzt nicht besser. Genau das ist das. Also es sind natürlich einige Features da. Also, um da jetzt mal die gleiche Thematik aufzugreifen, meine Frau hat das 14er, ich habe noch hier das 12er. Ist ja im Prinzip der gleiche. Und ja, was soll ich sagen? Schön, dass es ein 14er hat, dass er viel Geld dafür ausgegeben hat, aber wirklich viel. Ne. Du hast ein paar geile Features natürlich bei der Pro jetzt dann eben dabei. Ja, ich sag mal so, blende ich jetzt gleich auch mal ein Bild von hier aus rüber. Du hast natürlich bei der ersten Version, dadurch, dass wir die Diffusorscheibe haben, haben wir natürlich auch recht viel Abstrahlung in den Seiten. Das ist der Unterschied zwischen der Variante und der Pro. Bei der Pro hast du das Licht sukzessive direkt nach unten gerichtet durch die Reflektoren. Und hier hast du natürlich auch den restlichen Raum ein bisschen mehr beleuchtet als wie bei der Pro. Das aber jetzt im direkten Vergleich fällt das hier natürlich nicht auf, weil es bei der Angel nämlich ähnlich war. Genau, die hat auch viel in den Seiten abgestrahlt durch die entsprechenden Abstrahlwinkel an die Wände. Dann ist das eben so. Aber direkt, das Licht ist einfach direkt ein ganz anderes. Wir haben es eben angemacht und toll. Ja. Es ist ein kleines bisschen weniger Flackereffekt, weil es halt keine Spotbeleuchtung ist, aber es ist tatsächlich hier noch ein Flackereffekt da, dadurch, dass wir auch entsprechende Oberflächenbewegung haben. Die ist wichtig, damit dieser Effekt überhaupt entstehen kann. Er ist nur noch leichter, weil das Licht, was die Stratern jetzt bringt, das ist mehr Richtung T5. T5 ist ein
ich sag mal, relativ steriles Licht. Aber ich fand es jetzt auch mit dem Flackereffekt gerade im Flur, wenn es dunkel ist an der Decke, gerade am Anfang fand ich es natürlich schon ganz hübsch, aber mittlerweile, mich juckt es jetzt nicht mehr. Dadurch, dass du es halt im Flur hast und das nicht ständig siehst, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Ja. Hättest du wahrscheinlich jetzt hier drin stehen und ständig diese Flackerei, das könnte das natürlich sein. Ja. Das ist möglich, ja. Ja, installiert haben wir es, war ein Akt. Findest du? Ja. Du meinst das Aufhängen? Das Aufhängen, ja. Das natürlich genau über das Becken zu kriegen, weil das blende ich euch auch mal ein. Er hat einen wunderschönen Flur da vorne, aber der ist sowas von verwinkelt, man kann nicht von rechts oder mal links irgendwas abmessen. Nee, funktioniert nicht. Ja. Da ist ein Winkel, da ist ein Winkel, also mussten wir uns helfen. Wir sind tatsächlich hingegangen, haben eine Wasserwaage hinten an der Wand gelegt und haben dann erstmal die Mitte nach oben gezogen. Das war ja noch der einfachere Teil. Dann musste der Daniel bohren, weil ich einfach zu klein bin, um die Kraft aufzunehmen. Keine Arme, keine Kekse, sage ich dann mal. dann sind wir hingegangen, haben auf der Vorderseite die Wasserwaage nochmal angesetzt. Und dann hat er hier so einen kleinen Laser gehabt, den wir dann, einen Laserpointer, den wir dann halt sprich nach oben direkt auf der Vorderseite die Mitte hoch auf die Decke projiziert haben. Und dann konnten wir den vorderen Punkt, den hinteren Punkt mehr oder weniger verbinden und haben dann den Abstand ausgerechnet, ausgemessen, dass das Ganze genau mittig hängt und dann ging das. Dann hatten wir unsere Punkte, wo wir bohren können. Aber kein Baustellenlaser, ne? Das nee, ist ein das Laser zum Spielen gewesen für die Katze. Ja, ja, genau. Ne? Also einfach nur, dass man halt den Punkt sauber angelegt an die Wasserwaage, die jetzt ausgerichtet war, zack, oben an die Decke. Dass wir wirklich genau senkrecht oben da den entsprechenden anderen Punkt haben. Ja. So haben wir es hingekriegt, die beiden Punkte vermessen. Aquarium haben wir natürlich auch abgedeckt vorher, genau, damit da kein Bohrstaub reingeht und. Ja, alles in allem haben wir da anderthalb Stunden jetzt für gebraucht, um das Ding an die Decke zu kriegen. Ja, aber auch nicht. Wir haben ja auch keinen Zeitdruck, ne? Also nee, wäre wahrscheinlich schneller gegangen, aber ganz entspannt. Genau. Jetzt sitzt jetzt alles richtig, die Lichteinstellungen passen. Und das Schöne an der Sache ist, im Endeffekt funktioniert sogar die App hier mit. Da gehe ich mal kurz drauf. Wir haben die Lampe tatsächlich nicht hier ins Heimnetzwerk gehangen, weil ich der Meinung bin, dass der Abstand zu den entsprechenden Geräten gegebenenfalls etwas... Ja, zwischen Router und Lampe sind um die 5 Meter... Da ist eine Tür dazwischen, was auch noch abstürmen könnte, ja, und dann kann es zu Problemen kommen. Aber es ist ja im Prinzip kein Problem. Man geht eigentlich hin, sucht sich dementsprechend das Netzwerk aus. Ich mache mal eben die Bildschirmaufnahme hier mit an, damit ihr das mitseht. So, man geht hin, sucht sich das Stratum-Netzwerk aus. Das hat sie jetzt dementsprechend hier schon gemacht. Dann haben wir die entsprechende App. In der App sucht er dann innerhalb des Netzwerks nach dieser Lampe. Und das kann momentan mit der alten Lampe funktionieren. Es wird aber demnächst noch ein neues Update rauskommen. Den Bug, den wir jetzt hier haben, ist einmal, dass ich jetzt überhaupt keine Verbindung kriege. Eben hat das funktioniert. Verdammt, das ist schon wieder Vorführeffekt. Ja, genau. Kein. Bist du im Netzwerk drin? Ich bin im Netzwerk drin, ja. Okay. Das ist wirklich Vorführeffekt. Ach, da ist. So, ihr seht die Lampe und normalerweise, wenn man einmal sich angemeldet hat bei der App, dann kennt er die Passwörter und dann geht er direkt drauf. Das macht er jetzt hier nicht. Also er hat die Passwörter nicht gespeichert. Das wird demnächst mit dem entsprechenden Update wahrscheinlich dann geändert. Aber wir kommen jetzt hier ohne Probleme auf die Lampe drauf und können dann auch hier dementsprechend die Einstellungen machen. Was wir jetzt hier genutzt haben, waren die Voreinstellungen für Mixed Corals. Und wir sind jetzt momentan auf einer Leistung von 40%, weil wir das Ganze halt in der Eingewöhnungsphase sind und haben noch die Endzeit ein kleines bisschen verändert auf 23 Uhr. Anschließend geht man auf Übernehmen. Der speichert das aktuelle Programm ab. Und dann können wir dann dementsprechend von hier aus ganz bequem mit der App darauf arbeiten. Wie gesagt, das funktioniert nicht bei allen. Es kann funktionieren, aber ich denke, ich habe gehört, es wird demnächst noch ein Update rauskommen, damit dann auch
die alten Lampen ohne Probleme, also sprich ohne, dass man sich jetzt mehrfach anmelden muss, hier dann dementsprechend drauf funktionieren. Gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lampe hängt. Jawohl. Sieht gut aus, funktioniert. Ich habe jetzt auch meine Ruhe. Ja, ich habe ihn nur ein kleines bisschen in den Ohren gelegen, weil er halt die Lampe am Anfang, da hat man ja noch keinen Kontakt. Ja. Ja, die hat sie mitgekriegt, hat sie für 300 Euro, glaube ich, gekauft. Hast jetzt im Endeffekt 200 Euro draufgelegt. Ja. Um die jetzt zu kriegen, war jetzt nicht die Welt. Passt soweit. Und dann gucken wir mal, dass wir dann sukzessive da ein bisschen mehr Dampf drauf kriegen, dass es dann endlich anfängt zu wachsen. Jawohl. Ja, alles in allem. Lange Rede, kurzer Sinn. Lampe hängt. Und im weiteren Verlauf werden wir dann darüber berichten. Für die Installation und alles gibt es meine entsprechenden Videos. Einmal für die normale Lampe und einmal für die Pro. Blende ich euch auch mit ein. Steht auch unten in der Infobox. Da habe ich entsprechende Anleitungsvideos gemacht, wie man die Lampen installiert, wie man draufkommt, wie man drankommt. Das ist im Prinzip alles relativ gleich geblieben. Schaut es euch an, das werden wir jetzt hier nicht nochmal breit treten, weil das wäre zu lange. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was dann nämlich sein wird, Ocean Motion. Wir bringen Bewegung ins Wasser. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, euer Viper. Ciao. Ja, ciao.